Hallo, meine Freunde. Alles fresh bei euch? Also herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Danke für 100 Abonnenten und das beste Pokémon-Spiel für Handy. Also zunächst mal vielen Dank für 100 Abonnenten. Ich weiß, ich könnte mehr haben, aber ich bin so chiller, weißt du, Bruder. Ich werde nicht 2 Minuten Video, halbe Stunde bearbeiten, irgendwelche Schnitte machen, so. Ich nehme einfach mit Handy auf, lad hoch, Safir, Sahbe. Fertig aus. So. Also vielen Dank. Trotzdem 100 Abonnenten hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, kann ich euch erzählen, weil ich habe ja in dem Video gesagt, ich will ganz viel Fitness machen und das bei Instagram pushen. Aber habe leider vor ein paar Wochen meinen Fuß verletzt. Deswegen ist Sportpause gerade. Aber naja, was macht der Leo dann zocken, Bruder? Und was zockt der Leo? Far Cry. Nein. FIFA. Nein. Leo zockt Pokémon. Denn wer von unserer Generation ist, ist mit Pokémon aufgewachsen. Ja, ich spiele immer noch gerne Pokémon. Und auf dem Handy. So, was ist das beste Pokémon-Spiel für das Handy? Und zwar ist es Monster Evolution. Also wenn ihr im Play Store Monster Evolution als 2 Wörter schreibt, mit Leerzeichen, also gibt es viele Apps. Eine davon ist von einem Anwender oder Anwenderin namens Super Lucy. Ja, und das ist das beste Pokémon-Spiel für Handy. So, was macht man in diesem Spiel? Man nimmt sich ein Start-Pokémon, Glumanda, Bisasam oder Shiggy. Also, ich habe schon Glurak, ist mein Lieblings-Pokémon. Auf jeden Fall, dann kämpft man sich so quasi durch die verschiedenen Städte. Der Unterschied ist halt zum normalen Pokémon, dass ihr beim normalen Pokémon ja so rumlauft, links, rechts, oben, unten. Aber bei diesem Spiel ist das so wie bei Super Mario. Kennt ihr diese alten Super Mario für Super Nintendo? Da sind so Kreise auf dem Bildschirm. Drückt ihr drauf, ist ein Level. Habt ihr das Level durch, öffnet sich ding, 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 gestrichelter Weg zum nächsten Kreis. Tack. Und ja, könnt ihr alle Gegner besiegen mit einem Stern, mit 2 Sternen oder mit 3 Sternen jedes Level. Zum Beispiel, wenn ihr kein Pokémon von euch stirbt, habt ihr 3 Sterne. Stirbt ein Pokémon von euch, habt ihr 2 Sterne. Bedings sterben 2 oder mehr Pokémon, aber ihr gewinnt trotzdem, habt ihr nur noch 1 Stern. Ja, auf jeden Fall, das Spiel bockt herbe. Ihr könnt so durch die Siege Münzen bekommen. Bliblablub, durch die Münzen könnt ihr eure Pokémon stärker machen. Ihr kriegt Erfahrungspunkte, Level, bla. Was noch? Ihr könnt sogar Bergbauminen machen. Da gibt es sogar Gilden. Durch diese Bergbauminen kriegt ihr Münzen, könnt ihr eure Pokémon noch mehr stärker machen. Ja, auf jeden Fall, das ist so vielfältig. Einfach bockt für zwischendurch. Ja, einzige, ich sag mal, Haken ist, dass es so mit Energie, ihr habt so, je nach Level habt ihr so und so viel Energie. Und manchmal ist die Energie leer, dann muss die sich wieder aufladen. Dann könnt ihr das nicht 24 Stunden zocken, aber ist besser. Weil 24 Stunden am Tag wollen wir ja nicht zocken, ne? Einfach nur so zwischendurch, zwischendurch. Also, das hat mich von Anfang an begeistert, das Spiel. Ich dachte, boah, ich werde das suchten, aber erstmal chillen, chillen. Auf jeden Fall suchte ich das jetzt schon seit circa einem Monat und will euch das natürlich nicht vorenthalten. Wie ihr das Spiel im
Play Store findet, habe ich euch ja gesagt. Ansonsten, ja, danke für 100 Abonnenten. Keep it real, yo. Hadde.